Hallo. Eigentlich sollte ich ja meine letzten Lesemonate drehen, aber die ganze Sache hier erscheint mir doch etwas akuter. Warum wird sich noch herausstellen, denke ich. Ich dachte, wir machen uns es mal wieder etwas gemütlich, beziehungsweise ich mache es mir wieder etwas gemütlich und deshalb ist die Perspektive auch wieder etwas anders. Und wie ihr ja schon wisst, geht es um meine Haare und ich habe, wie ich finde, etwas ziemlich Spannendes vor. Für mich jedenfalls ist es ziemlich spannend, da ich ja keine Ahnung habe, wie das Ergebnis ausfallen wird. Aber auch dazu später mehr. Ich habe eben das Update gedreht zu meiner Kurkuma-Haarfarbe. Das wird dann demnächst auch, denke ich, online kommen. Und jetzt ist so ein bisschen Not am Mann. Ich habe mir das eigentlich schon vorher überlegt, dass ich euch entscheiden lassen will, was meine nächste Haarfarbe ist, beziehungsweise sein wird. Weil ich es, wie gesagt, einerseits total spannend finde und andererseits kann ich mich oft so schlecht entscheiden, weil ich eben schon so viele Sachen hatte. Und manchmal habe ich auch festgestellt, nachdem ich mir die Haare getönt habe, dass das eine dumme Idee war, genau die Farbe zu nehmen. Und so mache ich es mir leicht und kann euch dann die Verantwortung dafür übergeben, dass es mir nicht gefällt. Ihr habt also Verantwortung in diesem Video, wenn ihr euch daran beteiligt, was mich natürlich freuen würde. Während des Drehs ist es ja immer so ein bisschen schwer einzuschätzen, wie meine Haarfarbe gerade rüberkommt. Aber es ist noch immer so ein bisschen gelb vorhanden. Ich habe das versucht, wenigstens ein bisschen zu neutralisieren, weil ich die Schnauze voll hatte, ehrlich gesagt. Also da greife ich schon mal dem Update-Video vorweg. Ich habe mir so drei Haarfarben überlegt, schon vor Wochen, als ich dachte, gelb ist vielleicht doch nicht mehr gerade das, was ich im Moment will. Und bei diesen belasse ich es auch mal, also bei diesen Vorschlägen. Wenn ihr mit meinen Vorschlägen allerdings nicht zufrieden sein solltet, könnt ihr natürlich auch euren Wunsch in die Kommentare posten oder eure Idee, euren Vorschlag. Und wenn sich euch da genug Leute anschließen, sprich den Kommentar einen Daumen hoch geben oder ähnliches, damit ich das nachvollziehen kann, dann kann es auch durchaus was ganz anderes werden, sofern ich das bewerkstelligen kann mit dem, was ich da habe. Aber da ich so alle Grundfarben da habe, sollte das meiste doch machbar sein. Und ja, was ich mir eigentlich wünschen würde und nicht da habe, ist irgendwas in Richtung Neon, sprich Neon Pink, Neon Rot, Neon Orange. Da gibt es so einige Marken, die solche Farben führen. Denn diese Farben hatte ich noch nie und da gibt es ja wirklich nicht mehr so viele. Und immer wenn ich die Haare Neonfarben hatte, ich sitze hier übrigens so ein bisschen am Rand, damit ich euch Bilder einblenden kann, fand ich das doch ganz interessant und ganz gut und irgendwie spannend. Dementsprechend hätte ich da gerne noch mehr ausprobiert, aber fällt aus, wegen ist nicht. Und was ich mir überlegt habe, ich fange erstmal mit einer Haarfarbe an, wo viele sich vielleicht wundern werden, ist braun. All dieweil, ich müsste meinen Ansatz, glaube ich, nicht nachblondieren, was schon mal eine ziemliche Erleichterung wäre. Und das Tolle an so normalen, eigentlich langweiligen für mich Haarfarben ist, dass man wirklich alles dazu tragen kann, was ziemlich cool ist. Und ich hatte sie wirklich schon lange nicht mehr braun. Ich habe leider nicht so gute Bilder finden können, wo ich braune Haare habe. Aber ich hoffe, dass so in etwa ein Eindruck entsteht, wie ich mit braunen Haaren aussehe, beziehungsweise aussehen könnte. Und da ich eben langweilige Haarfarbe gesagt habe, ich möchte niemanden Brünettes beleidigen damit. Das meine ich nur auf mich bezogen, weil ich halt sonst immer die wildesten Haarfarbkombinationen und Haarfarben habe. Und dementsprechend ist ja so ein natürlicher Ton dann doch eher ja, langweilig, aber das meine ich nicht negativ, wertig auf andere Leute bezogen, sondern eher auf mich selbst, weil ich halt eigentlich von einer eher außergewöhnlichen Haarfarbe zur anderen wechsle. Bloß um das mal vorwegzunehmen, da darf und soll sich bitte niemand angegriffen fühlen. Das wäre ja das Letzte, was ich irgendwie wollen würde. Meine zweite Idee, worauf ich Lust gehabt hätte, wäre orange. Hatte ich immer mal wieder, man kennt das, wenn man von einer dunklen Haarfarbe auf eine helle Haarfarbe will und das Ganze blondiert, dann ist das orange, aber nicht so ein schönes orange. Mit Direktzieher hatte ich das nur einmal und das war nach meinem letzten radikalen Haarschnitt, also wo ich mir wirklich die Haare ganz kurz geschnitten habe. Und dementsprechend gibt es da keine Bilder außer mein biometrisches Personalausweisbild, was ganz schrecklich ist und was ich euch sicherlich nicht zeigen werde. Aber ich habe zumindest noch ein Bild gefunden, wo ich durch Blondierung von dunkel zu hell so einigermaßen orange Haare habe und es sieht ganz nett aus. Und ich fand, das stand mir auch ganz gut, also wenn ich mich recht entsinne. Und ja, das. Da ich noch ziemlich viele Rottöne da habe und noch sehr viel von diesem Kurkuma-Puder, durfte das also nicht so schwer sein, das Ergebnis irgendwie zu erzeugen. Kann natürlich auch schief gehen, weil ich das Gewürz ja noch nicht gemischt habe mit anderen Sachen.
Natürlich würde das Braun auch so entstehen, indem ich mische damit. Meine andere Idee war, weil ich das noch nicht hatte und ein bisschen neugierig bin, Spring Green von Directions. Ich weiß nicht, inwiefern man das erkennen kann, aber es ist ein relativ gelbstichiges Grün. Und ich hatte schon Alpine Green diverse Male und ich hatte Neon Green letztes Jahr. Aber dieses Spring Green, ich werde euch da auch ein Bild einblenden, wie es eigentlich aussieht, hatte ich noch nicht. Und dementsprechend wäre das was, was man ausprobieren könnte. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, wenn ihr euch ein bisschen damit auskennt, dass das alles Haarfarben sind, die auf jeden Fall gut greifen müssten auf meinen noch etwas gelblichen Haaren. Also das sollte da kein Problem darstellen. Wenn ich jetzt allerdings mit Pastellblau um die Ecke kommen würde, könnte das Ganze schon ein bisschen schwieriger ausfallen, aber das habe ich ehrlich gesagt nicht vor. Und das zweite Ding ist, ich habe immer noch nicht so richtig realisiert, dass meine Haare jetzt endlich wieder lang sind. Und sie sind so lang wie, ja, seit knapp 10 Jahren nicht mehr. Und es fehlen vielleicht noch so 10 cm zu der Länge, wo ich sie haben will. Und dann gucke ich mal, was ich damit mache. Und dementsprechend fände ich es, glaube ich, ein bisschen schade, wenn ich die Haare einfach nur Uni färbe. Weil ich habe ja die Länge und damit kann man ja eigentlich was machen. Also irgendwas in Richtung Ombre, also halt wirklich, dass man die Länge, die ich gerade habe, ausnutzt. Also ich denke, das wäre irgendwie sinnvoll. Ja, wie gesagt, ich nehme meine Haare immer noch nicht als lang wahr. Ich kann euch mal hier ein Bild einblenden, wie kurz meine Haare waren nach dem letzten Radikalschnitt. Also so kurz hatte ich sie wirklich noch nie in meinem Erwachsenenleben, selbst da nicht, als ich sie das erste Mal abgeschnitten habe. Und dementsprechend habe ich das, glaube ich, noch nicht realisiert. Es hatte natürlich verschiedene Gründe, dass sie in den letzten 10 Jahren nicht wieder so lang geworden sind. Nicht, weil ich lange Haare an mir doof finde. Manchmal habe ich sie absichtlich abgeschnitten aus Gründen. Manchmal musste ich sie abschneiden, beziehungsweise habe es halt nicht mehr ausgehalten, weil sie komplett zerstört waren und dachte, ich muss was Radikales her, damit sie wieder gesund wachsen können. Und ich denke, das ist tatsächlich auch passiert. Das Einzige, was ich zwischendurch immer mal wieder gemacht habe, ist, dass ich meinen herauswachsenden Pony irgendwie angeglichen habe und mir auch so ein bisschen was abgebrochen ist tatsächlich. Aber das liegt daran, dass ich selbst blondiere und meinen Hinterkopf so schlecht sehe. Und da habe ich geschnitten und natürlich immer mal wieder Spitzen. Das mit diesen Stufen ist allerdings gar nicht so schlimm, weil meine Haare sonst einfach viel zu dick wären und viel zu buschig. Ich habe einfach zu viel Haar und deshalb ist es mir eigentlich ganz recht, dass ich so ein paar Stufen habe, die ich mir wahrscheinlich sowieso irgendwie reingeschnitten hätte, wenn sie nicht von alleine entstanden wären. Und ja, ich habe nicht mal mehr Spliss, seitdem ich diese Schulterhaarlänge überschritten habe, was mich ziemlich verwundert, denn es ist, glaube ich, schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal daran rumgeschnitten habe. Und solange die Spitzen nicht wieder irgendwie fusselig aussehen, ich hoffe, man erkennt das jetzt, ich sehe nämlich schon wieder nichts in der Sonne, ja, werde ich doch erstmal nicht rangehen, was eine Schere betrifft. Und jetzt habe ich ganz schön viel rumgeschwallt über meine Haare, aber ich denke, ich werde das Ganze hier auch Hairtalk nennen, von daher ist es völlig legitim. Und was ich eigentlich auch noch erwähnen wollte diesbezüglich ist, wenn ihr irgendwelche Ideen habt für, ja, auch Haarmischungen oder wie ich sie färben soll, also wenn ich sie mit mehreren Haaren färbe, dann dürft ihr mir das natürlich auch gerne mitteilen. Also wir machen das heute ganz interaktiv. Für diese 3 Farben, die ich hauptsächlich vorgeschlagen habe, wird es natürlich eine Umfrage geben. Und ja, deshalb ist dieses Video auch so akut, weil ich euch natürlich ein bisschen Zeit geben will, das Video zu sehen und da abzustimmen. Und es dauert auch immer eine Weile, bis es einem über YouTube angezeigt wird, wie diese Umfragenergebnisse ausfallen. Und dementsprechend, da ich demnächst vorhabe, irgendetwas mit meinen Haaren zu machen, machen zu müssen, spätestens nächstes Wochenende, denn da ist immer so mein Haarwaschtag, dachte ich, schiebe ich das Video mal dazwischen und ihr könnt mir ja auch mal mitteilen, wie ihr die Idee an sich findet, dass wir das so ein bisschen interaktiver gestalten und dass ihr eben das aussucht. Bei mir ist es eigentlich egal, welche von diesen Farben, und ich bin ein sehr entscheidungsproblematischer Mensch. Dementsprechend wäre ich euch auch dankbar, wenn ihr mir diese Entscheidung abnehmt. Und wie gesagt, ich kann euch die Schuld geben für alles. Das ist also auch super. Ist nicht so ernst gemeint. Wer es nicht verstanden hat, das war nicht so ernst gemeint. Ja, so viel dazu. Ich will es auch gar nicht weiter unnötig in die Länge ziehen. Ich denke, ich werde noch eine Weile für das Bearbeiten brauchen, weil ich die ganzen Bilder raussuchen muss.
Und ich hoffe, dass der ganze Kram heute noch online kommt und daran werde ich mich jetzt machen. Und wie gesagt, das Update zu meiner letzten Haarfarbe kommt demnächst. Und hoffentlich schaffe ich es auch bald, ein Büchervideo zu drehen. Niemand nimmt mir die 3 Stunden Vorarbeit ab. Das ist mein Problem. Nun ja, falls sich jemand freiwillig meldet, gern. Nun, danke ich euch aber für eure Zeit und hoffe, dass wir uns ganz demnächst dann wiedersehen. Bis dahin, tschüss.